Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flive. Heute spielen wir aber nicht, sondern heute zeige ich euch viel mehr was. Und zwar hat jemand im Stream mal wieder gesagt, es wäre mal wieder Zeit, beziehungsweise er würde einfach mal gerne alle aktiven Charaktere sehen oder mal wieder. Ich habe so ein ähnliches Video schon mal gemacht. Sorry übrigens, wenn es ein kleines bisschen laggt. Habe gerade ein bisschen viel Stuff offen, den ich gerade nicht zumachen kann leider. Aber wir machen ja auch nichts, wir gucken uns ja nur was an. Genau. Und zwar, was gucken wir uns an? Wie gesagt, alle equippten Charaktere. Ich glaube, ich habe gerade aktiv gesagt, kann das sein? Also früher habe ich es so gemacht, da habe ich alle Charaktere gezeigt, die ich eigentlich so, naja, irgendwann mal benutzt habe, so ungefähr. Jetzt ist es allerdings so, jetzt geht es wirklich nur um die equippten Charaktere, weil was nicht equipped ist, wen juckt es? Ich meine, jeder hat ein paar tausend tote Chars gefühlt, die er eh nicht mehr spielt und das ist ja egal, sag ich mal, ja. Aber was nicht egal ist, ist halt die equippten Chars, weil die können ja theoretisch jederzeit auftauchen, bevor man sich dann denkt, what the fuck, seit wann hat er den Char? Könnt ihr euch jetzt hier eben sozusagen informieren darüber, was ich alles so besitze und jo. Mir ein Offer machen zum Abkaufen. Fangen wir mit dem guten alten Hallas an. Der dürfte euch einen Begriff sein. Der hatte früher mal ein Ruddy-Set, falls ihr euch das fragt. Nein, es ist nicht das gleiche. Ja, das habe ich vor 5 Jahren oder so verkauft, das alte. Das war nämlich plus 10, meine ich. War auch deutlich besser erweckt. Das ist jetzt so ein Larry-Set plus 7. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo die Teile herkommen, muss ich sagen. Also, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Es kann sein, dass davon was geschenkt wurde mal. Aber das merkwürdig ist, ich habe mit dem auch ein paar Teile plus 10 auf der Bank und einen davon habe ich mal gekauft. Also ich weiß nicht hundertprozentig, wie das Set entstanden ist. Das der hier trägt, ist jetzt so, naja. Aber es ist jetzt auch im Endeffekt, es hat 21% ATK mit 3 Lightning 7 Socken. Die Suit hat 35 ATK, nee, nicht mal 30 ATK, es ist quasi clean. Gaunt 2 Crit-Rat, also quasi auch fast clean. 12 Crit-Damage auf den Boots und der Helm, der ist zugegeben gar nicht so schlecht. Naja, doch eigentlich schon. War nur ein Scherz. 15 STA und 16 Dex. Also 15 STA. Manchmal spreche ich das fast gleich aus. Genau, also das Set ist quasi kompletter Trash. Das war eigentlich nur wegen dem Set-Effekt und wegen den 21% ATK. Genau, und halt wegen... Achso, nee, das habe ich ja gesagt. Genau. Dann hat er ein LSD-Set. Das geht leider bei mir nicht ganz auf dem Bildschirm drauf, aber ist ja auch nicht wichtig, oben was steht. Er ist auf jeden Fall ein LSD-Set. Das ist mein altes Set vom Knight. Ich kann einmal Kampfstellung machen hier, dann könnt ihr das bewundern. Also so sah mein Knight aus, später dann mein Blade früher. Mit den Imperial Shoes passen perfekt zu der Vampire Suit. Das ist ein Trick 17 für CS Fashion Fans, sage ich mal. Dann hat er das Ganze mit Crane Yukata Gloves. Die haben sogar neuerdings, das haben wir auch im Video gemacht, Blessing of Goddess. Genau, nichts Interessantes mehr hier. Braucht man eigentlich nicht groß drüber gehen. LSD-Maske, Clogger Fauna ist klar. Das Schild ist auch kompletter Mist eigentlich. 2 Crit-Rate, 11 Crit-Damage, 20 ATK. Den Nagel habe ich auch mal aus dem Shop gekauft für ein paar hundert Mio, für 200 Mio oder so. Der ist Ultimate, also schon plus 10 und nochmal verbessert. Feuer plus 9, 4 Sockel, 28 Dex und 8 Crit-Rate und 15 Crit-Damage. Genau. Schmuck hat er einfach irgendeins meiner, der eine Ringe, davon habe ich mehrere. Der eine Ringe Sets, davon habe ich mehrere. Plus 15, 14, 12, 14, 17. Und das war es eigentlich schon. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen mich verquatscht habe. Wir sind schon bei 3 Minuten. Das ist mir eigentlich deutlich zu lange. Weil wir haben nämlich 11 Chars, die wir durchgehen müssen. Genau. Dann kommen wir zu einem zweiten Bildposter, überraschenderweise. Ja, ich besitze noch einen. Und tatsächlich, was hier man hier wahrscheinlich nicht weiß, also einerseits leitet sie die Gilde, die ich ganz früher benutzt habe, als Lagergilde. Die sagt wahrscheinlich niemandem irgendwas, weil ich mit den Chars ja nicht mehr spiele eigentlich, die in der Gilde sind. Aber die Gilde habe ich noch. Ich habe sogar ein paar lol. RIP. Was ist das für ein Char? Ursprünglich hätte das eventuell Asumiao werden können, weil ich war mir damals noch nicht ganz sicher mit dem Namen, welchen Char ich jetzt nehme, welchen Char-Namen bei Asumiao. Habe mich dann letzten Endes für Asumiao entschieden und nicht für Tainaka. Tainaka hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Genau, sie trägt ein LSD-Set, 4 von 4 tatsächlich, mit Casino-Head. Und eine Maske des unsterblichen Drachenkönigs ohne Set-Effekt. Ja. Könnte man eigentlich umtauschen, fällt mir jetzt gerade mal so auf, aber naja, bringt eh nichts. Falsches Set. Trotzdem hätte man sie, könnte man sie umtauschen. Auf jeden Fall, genau. Dann das Schild hier, das hätte ich eigentlich mal anders geben können, ist mir jetzt vorhin aufgefallen. Aussehen zu Sparkle-Shield geändert, 3 Sockel mit Electric Ace und Set-Effekt. Erweckung, 22 Crit-Damage, gar nicht mal so schlecht eigentlich.
Und Cleaner Jinakel, okay, dann sie trägt jetzt den Schmuck von meinem Blade. Dazu sage ich dann noch was, wenn wir beim Blade sind, also beziehungsweise warum sie den Schmuck von meinem Blade tragen kann, von meinem Main Blade sozusagen. Genau, also das ist quasi das alte Schmuckset von Asomiao, der eine plus 19, sollte mal plus 19, sollte mal plus 19, der eine plus 19. Und dann trägt sie ein relativ schlechter Weg, das Wagi-Set, bis auf die Boots eigentlich. 22 STR, also 26 meine ich, ist ziemlich schlecht. Die Suit ist auch ziemlich schlecht, hat 8 Crit-Rate, 19 STR. Die Gowns, 9 Crit-Rate, okay, ist okay. Und die Boots haben 24 Crit-Damage. Also die Boots sind eigentlich ziemlich okay. Also die Boots sind schon nicht so einfach zu erwecken, sage ich mal. Genau, das ist ihr Wagi-Equipment. Und dann hat sie noch eine Baby-Cobra und da ist halt noch der LSD-Head. Genau. Zack, fließender Wechsel. Ich muss nämlich die drei Chars jetzt noch umloggen, weil dann brauche ich nämlich nochmal drei mehr Chars. Und dann habe ich endlich alle. Psylus-Styler, der dürfte eigentlich auch jedem noch ein Begriff sein. Der war früher in den Let's Plays öfter mal vertreten. Und den habe ich eine Zeit lang auch benutzt, um... Wofür habe ich den nochmal benutzt? Achso, ja genau, für Behemoth, genau. Er trägt ein 6 von 6 Amity Set. Das war das alte Set von Dela, falls ihr euch da noch dran erinnern könnt hier. Genau, genau das. Das wurde mir mal geschenkt vor etlichen Jahren. Habe ich auch immer noch, aber jetzt eben auf dem Char hier. Dela hat jetzt ein anderes Amity Set. Dann hat er ein Teba Set. Braucht man nicht wirklich was zu sagen. Ist halt einfach nur mit Cast und ein bisschen Int und STA erweckt. Der Helm ist relativ gut sogar. STA plus 19, Int plus 16. Ansonsten nicht wirklich erwähnenswert hier. Cast plus 8. Wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr theoretisch auch Pause machen. Genau, einen Ring, den habe ich verliehen. Der hat noch einen Soul Sapphire Ring plus 10 oder 11 oder so. Und das ist nicht der von Dela, falls ihr das später fragen solltet. Den habe ich verliehen. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wo genau der ist. TBH, weil das halt schon 2 Jahre her ist. Also ich weiß, wer ihn hat, aber ich weiß nicht, auf welchem Charakter er ihn hat. Und ehrlich gesagt brauche ich ihn noch nicht. Aber ich könnte ihn mir zurückholen, keine Sorge. Also es ist auch an jemanden verliehen, den ich quasi, wo man quasi die Daumen brechen könnte. Falls der nicht zurückkommt. Genau, dann hat Luzakas Crystal Band 5 von 5. Den habe ich nicht selber gemacht, falls euch das fragt. Den habe ich, also von, also ihr merkt, das Equipment hier habe ich eigentlich komplett geschenkt bekommen tatsächlich. Wobei, welches Equipment, muss man sagen. Vant und das CS-Set. Genau, wurde mit 5 Water A-Karten gesockelt. Nicht zu empfehlen heutzutage. Früher konnte man das eigentlich schon machen, vor allem bei Mage ist es nicht ganz so schlimm, weil da die Waffen jetzt so krass die Effekte haben. Trotzdem eher nicht zu empfehlen, vor allem jetzt heutzutage. Also wenn ihr das jetzt seht, dann macht das nicht nach am besten. Und ja, das war es eigentlich schon. Also mehr hat er gar nicht. Ja, er hat noch einen Piyoko. Sonst eigentlich uninteressant. Also sonst nix. Ist halt einfach ein Mentalist, den ich mal zum Debuffen gemacht habe. Wenn ihr euch erinnert. Und ja, jetzt mittlerweile brauche ich ihn zurzeit nicht mehr. Genau, und dann cutte ich jetzt kurz und sehen wir uns mit den nächsten 8 Chars. Bis gleich. So, dann geht's weiter mit Ohne Alles Action vom Allerfeinsten. Einer meiner Lieblingscharaktere eigentlich sogar, jetzt rein vom einerseits optischen, weil die einfach mich immer an die guten alten Zeiten erinnert mit dem Rescon-Set. Rescon-Set, ich liebe Rescon-Set, ich bin voll der Rescon-Set-Lover, so gesehen. Hasse Wagi-Sets, by the way. Genau, und ja. Die können wir trotzdem noch vorstellen, sie ist natürlich equipped, die habe ich niemals dequipped und werde ich auch niemals. Ab und zu spiele ich sie ja trotzdem noch. Genau. genau, gehen wir kurz über das Equipment. Sie hat 2 clean Luzaka Swords, wo nur Element drauf ist. Zweimal das gleiche, deswegen verändert sich der Text nicht. Sie hat ein Soul Emerald Set, was ich nur jedem empfehlen kann, der anfängt. Zusatzschaden plus 100, Crit-Schaden plus 10, HP plus 1000 bei Ableben des Ziels. Rescon Set, ein relativ guter Weg, das eigentlich sogar. Gut, in dem Fall mehr auf STA, aber trotzdem ist gar nicht so schlecht. 26 STA und 4 STR. Die Suit ist nicht ganz so gut, 15 Crit Damage minus STA und 95 ATK. Gowns 5 Crit Rate plus 30 ATK und die Boots haben 9 Crit Damage. Ja, also ist okay, kann man schon mitspielen. Der Set-Effekt ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Die HP-Rate. Genau, dann trägt sie ein 4 von 4 LSD-Set plus 3 sogar. Wann habe ich denn das plus 3 gemacht? Naja, auf jeden Fall hat sie es plus 3. Eine Giraffenmaske 2000. 14, alle Stats plus 5 und ein Fernkampfampfer plus und ein USA Flag Cloak. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu ihr. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Und war gut, vielleicht fragt sich jemand, was ist ohne alles, weil ich mache es jetzt eigentlich schon eine längere Zeit nicht mehr so aktiv. Dazu vielleicht noch kurz. Ohne alles heißt in dem Fall einfach ein Char ohne Hilfe von anderen,
nur mit der eigenen Spielkraft sozusagen, kein Cash, keine anderen Charaktere, keine anderen Leute, also nur dieser Charakter quasi fiktiv, wenn man neu anfangen würde, niemanden kennen würde und das Spiel quasi alleine spielen würde. Wie als wäre es ein RPG ohne Cash und ohne alles, also so ungefähr ist ohne alles. Also gut, Spielerkontakt gibt es dann schon, wenn man von anderen Leuten was abkauft, aber halt nichts für gratis sozusagen. Genau, das ist ohne alles. Aber das ist schon 4 Jahre her oder so, als ich das angefangen habe, das ist schon ein bisschen älter. Genau. Warum funktioniert hier Alt F4 nicht? Das ist eine gute Frage. Sehr gut, ich wollte nämlich zum nächsten ohne alles Charge bringen. Jetzt sind wir nämlich auch noch auf einem anderen Server. Na, jetzt erstmal die Augen zumachen hier. Sieht richtig creepy aus. Genau, jetzt sind wir hier kurz auf Murano. Und gucken uns, unseren ohne alles Char hier an. Hier ist das Ganze ein Elementor, ein AOE-Elementor, um genau zu sein. Kein Hit-and-Run-Elementor, sondern ein AOE-Elementor, ist ein entscheidender Unterschied. Wird man jetzt gleich auch im Equipment erkennen. Fusionsbonus auf dem Staff 16 Int und normale Erweckung auf dem Staff 22 STA, 4 Int, 35 ATK. Gar nicht so schlecht. Intel plus 18, Plug plus 14, Gore plus 14, Plug plus 14, echt die Gore ist plus 4, na die Gore ist plus 3, ne, ich wollte schon sagen, die Gore plus 14 hätte mich jetzt exakt gewundert. Das ist natürlich richtig geil zum Angucken mit dem Mauszeiger. Genau, Gore plus 3 ist es leider nur, Plug plus 14 und Stamp plus 14. Dann trägt sie jetzt tatsächlich eine Mischung aus Mioran und Vagi. Warum das so ist, ist einfach aus dem Grund, dass ich damals keinen Mioran-Helm hatte, der diese Erweckung bringen konnte. Und Def jetzt nicht den krassen Unterschied gemacht hat und deswegen war mir die STA wichtiger. Und der gibt auch 29 STA, also richtig viel HP. Und zusätzlich noch 7 Int, also noch ein bisschen Damage. Und naja, bis ich hier einen besseren Mioran-Helm oder mal ein anderes Set habe, wird es auch so bleiben. Natürlich gönnt man sich hier den dreiteiligen Set-Effekt vom Mioran trotzdem. 20% Cast-Time. Cast-Time hat sie übrigens 145%. Ach, mir fällt gerade auf, ich hätte immer die Haast-Sets noch öffnen können, ne? Wäre gar nicht so schlecht gewesen, ne? Ups. Na gut, aber die Charaktere, die ich bisher vorgestellt habe, das waren, meine BPs waren Full STR, mein Mentor war Full Int, mit 200 Cast übrigens, schafft er locker, und gut, Loon Moon, naja, die Stats kann man sich, glaube ich, vorstellen, aber ja, true, könnte ich das immer noch aufmachen, gleich mal offen lassen, damit ich es mir merke. Hat zweimal Volcano Cut 7% und STA plus 13 auf der Suit. Die Gowns geben 7 Cast und sonst eigentlich nichts. Und die Boots 3 Speed und ein bisschen MP ist eigentlich auch nicht so wirklich wichtig. Genau. Dann ist die erstmal mitten in mein Gesicht gestellt, Bro. Dann mein CS, 5% ATK Gloves. Dann die Schuhe, einfach irgendwas. 5% Death Suit. I believe I can fly helmet mit 1 Stats plus 6. Dann die Flower Mask 2014 mit STA und N plus 8. Und ein Freeleaf Clover Cloak, in dem Fall auch wieder für die Cast Time. Und ja, das war es eigentlich auch hier schon wieder. CS-Bild, was ganz normal ist. Die hat sogar, glaube ich, noch relativ viel Geld. Ja, 1,5 Milliarden. Ja, für Murano-Verhältnis ist das gar nicht mal so wenig, aber ja, bringt leider nicht viel, weil ich hier auch diesen Char momentan nicht spiele. Was, wie gesagt, einfach den einfachen Grund hat, dass ich... Ne, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, es hat den hauptsächlichen Grund, dass es einfach zu viel Zeit kostet und man halt im Endeffekt absichtlich weniger Erfolg hat in dem Spiel, als man es haben könnte. Wie wenn man bessere Charaktere spielt, die man halt einfach schon besitzt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich es zurzeit nicht spiele. Und zur Stattung vielleicht noch. Hier ist die Stattung tatsächlich wahrscheinlich relativ interessant und relevant. STA 158, 20 Int. Warum genau ich das so gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Spielt aber auch keine so wichtige Rolle. Denn es ging wahrscheinlich hauptsächlich um HP, was, denke ich mal, relativ offensichtlich ist. Und eben entsprechend dem Equipment-Status, was damals wahrscheinlich auch hauptsächlich angepasst. Weil ich habe ja letztens nochmal gespielt, da fand ich, hat das AOE eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ja, da hat es schon gepasst. So. Also jetzt würde ich wahrscheinlich sogar eher tendieren, nochmal 20 mehr Int als STA. Aber am Schaden ändert es eh nicht so viel. Weil bei Mages muss man immer bedenken, oder bei allen AOE-Klassen muss man immer bedenken, der Schaden ist erst dann relevant, wenn du mindestens ein Skill weniger verbrauchst. Wenn du keinen Skill weniger brauchst, dann bringt dir der höhere Schaden eh nichts. Und so leicht ist das Ganze. Genau. Aber ja, dann schließen wir die gute Frau auch ab. Dann sind wir bei dem Iconic 1v1 Knight himself. Leider ist er kein 1v1 Knight mehr. Mr. 327.000 HP himself.
ist zurzeit Full STA, 403 STA auf Level 151. Hat den einfachen Grund, dass ich ihn ja momentan als Yggdrasil-Tank benutze, beziehungsweise allgemein als Tank. Aminus tankt er auch für mich. Und gut, sonst farm ich zurzeit, beziehungsweise Aminus farm ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich zurzeit, aber ja. Er fungiert einfach momentan als Tank. Ursprünglich war ein anderer Char als Tank gedacht. Ich habe noch einen Low Master Knight, den habe ich mir zusammen damals mit Kitschi gezogen. Da war einfach das Ding, dass die halt erst 69 Master ist. Und bis die mal 150 gewesen wäre, dass ich mit der auch nur ansatzweise irgendwas hätte tanken können, hätte es einfach zu lange gedauert. Und da dachte ich mir ganz ehrlich, ich habe einen Knight, der hat ein Dryad Set, der hat ein Dinner Set, der hat einen Skeleton Devil's Cloak. Das sind eigentlich perfekte Tank-Voraussetzungen, so gesehen. Also, mache ich den doch Full Tank, wenn ich ihn eh besitze. Fangen wir mit dem CS an. Das ist natürlich schon auf 1v1 optimiert. Wer die Videos guckt und die Upgrade-Videos, der weiß das natürlich schon lange. Plus 10 mit vollen, beziehungsweise hier sind jetzt Casino-Gloves noch natürlich drin. Ansonsten hat er normalerweise ein Azurite Noble Set plus 10 mit allen 1v1-Stats, also 10% ADK und 15 STR auf jedem Part. Momentan, wie gesagt, ausgetauscht durch Casino-Gloves, einfach wegen den HP. Dann natürlich noch die Upgrade Black Panther Maske. Und einen Skeleton Devil's Cloak mit STR und STA gestattet, STR plus 3 und STA plus 1. Cloak an sich ist auch noch plus 3, aber gut, das ist jetzt hier nicht so relevant. Genau. Dann zum Set. Das ist das 1v1-Set, was ich mir damals erstellen wollte. Schwerer Fehler, ich weiß. Dryad Set plus 10 komplett. Crit Charm plus 13 auf den Boots. Also ich lese übrigens immer nur die relevanten Stats vor. Dann hat er 40 ATK auf den Gaunt, 6% Crit-Rate. Auf der Suit sind 11 Crit Damage, eine Crit Rate 95 ATK. Genau. Und dann hat er hier noch auf dem Dryad Helm STA plus 28, STA plus 20 und ja, das war's eigentlich. Dann zum Dinner Set. Wo ist denn mein anderes Teil? Hier drüben. Genau, die Earrings sind. Ah ne, nur der Earring ist plus 3, okay. Aber auch interessant. Also er hat noch ein Earring plus 3 hier eigentlich. Momentan. Cake Ring plus 18, Speedo plus 2, die Rose Chick Necklace plus 3, der eine Earring plus 3, der zweite Earring ist plus 13 und der andere Ring ist auch plus 18. Jetzt fragten sich vielleicht, hey, warum die Ringe plus 18? Naja, schlicht und einfach wegen den STA. Das ist der einzige Grund. Genau, dann zur Waffe. Die geht hier leider gar nicht ganz auf dem Bildschirm, deswegen muss ich jetzt mal dequippen und hier einen Chat posten, wie so ein Angeber. Oh, ne. Ja, komm, mach Asomiau. Wispern wir sie mal kurz Asomiau rüber. Upsi. Ach, das Spiel ist doch unglaublich. So. Ja, ich poste sie einfach im Chat. Ich habe Equipe ja auf Annehmen. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat, naja. Also, sie ist STA plus 1 dank der STA-Scroll, Scroll of Stamina, plus 6. Ich habe die Waffe übrigens gekauft, ich habe daran nichts gemacht, bis auf die eine STA draufgehauen. Hat 7 Sockel in der Main-Waffe. Und zwar mit Earth-R-Karten, das sind 7 mal 15, also sprich 70 plus 35, also 105. Ergibt 105 STA, 35 HP-Rate. STA plus 13 erweckt es sie mit STA plus 19, Geschwindigkeit plus 2 und HP plus 150. Dann zur Fusion. Hier kann ich die Socke nicht so genau bestimmen, weil ich habe sie ja nicht reingemacht, aber theoretisch dürften das 9, oder nein, nicht theoretisch, es müssten hundertprozentig 9 Earth-S-Karten sein, mit STA plus 108 und HP plus 4500. Und gibt als Erweckung 41 STA und noch zusätzlich 21% Speed. Fusion gefällt mir ehrlich gesagt persönlich nicht so sehr, weil es ja kein Tank ist, der schnell sein soll. Aber naja, die 41 STA sind trotzdem nicht schlecht. Waffe hat mich ein stolzes Sümmchen gekostet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr ganz genau, wie viel. Auf jeden Fall einiges und ja, genau. War es aber so gesehen auch wert, weil ohne die Waffe hätte ich gerade mal 150.000 HP oder 168.000, also wobei ich natürlich dann trotzdem noch eine andere Waffe hätte, aber ja, ohne die Waffe würde ich maximal auf 200.000 wahrscheinlich kommen mit einer schlechteren Waffe und naja, das ist natürlich schon not bad. Genau, ansonsten gibt es dem Charmer unter nichts zu sagen, 1v1 Equip hat er nicht mehr, mein altes Schwert habe ich verkauft, mein Warpanset, mein altes habe ich verkauft,
Das heißt, das ist alles, was ich an Equipment für meinen Knight noch besitze. Alles andere müsste jetzt neu geupgradet werden. Genau, dann kann ich eigentlich auch hier Alt F4. Dann kommen wir zu Kuso Ryori. Hier habe ich ja vorhin schon gesagt, mein Schmuck hat ja momentan jemand anderes. Also mein Low BP hat den Schmuck. Also ich habe nicht ganz so viele Schmucksets. Also ich meine, ich habe viele Schmucksets, aber ich habe auch nicht unendlich Schmucksets. Deswegen, ja, musste ich hier tatsächlich mein Schmuckset tauschen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oh, der Blade sah aber irgendwie mal anders aus mit einem Blaine. Das ist richtig, das habe ich auch verkauft, ja, weil ich meine, manche Charaktere spiele ich halt wirklich gar nicht und ich habe halt teilweise hunderte Milliarden auf Chars liegen, die ich einmal im Jahr einlogge gefühlt. Ist halt dann schon ein bisschen schade, könnte man sagen. Und deswegen ist es jetzt hier momentan so, die Waffen hat er noch, seine alten, Feuer plus 15, Ultimate, STR und Dex Bloody Axe, STR und Dex plus 1, erweckt mit 13 Crit Damage, 4 Crit-Rate, 6x Fire A-Sockel mit 42 STR. Dann hat er noch eine Speed AGX plus Ulti plus 7 mit Erde plus 19, Geschwindigkeit plus 24, also es sind 2x10er, nee, S-Wind-S-Karten, Wind-S-Karten, genau, und 5 Fire A-Karten mit 35 STR und dann hat sie noch 25 STR als Pierce-Bonus und 17 Crit-Damage erweckt. 1er-Erweckung, also eine alte Erweckung, naja, ich habe sie aber damals relativ günstig bekommen, deswegen hat es schon gepasst. Und ja, das Schmuckset ist wie gesagt das alte von Asumiao, also der eine plus 19 zweimal, sollte mal plus 19 zweimal, theoretisch, und dann hat er noch einen Cloak of Honor, theoretisch, aber der ist jetzt auch nicht da, der ist wegen der Flauschigen Invasion abhanden gekommen. Dann hat er noch ein Sackblatt-Pad ohne ATK-Beats zum Event-Farmen und genau, das war es dann eigentlich auch schon. Dann hat er sein aktuelles CS, das ist hier so ein halb bisschen geupgradet, plus 9. Das sind hier die Gowns mit SDR und Dex plus 6. Also ich habe das nicht gemacht, habe ich auch wieder geschenkt bekommen damals. Helm hat SDR plus 3, STR plus 3 und plus 3, ist sogar plus 10. Und genau, dann gibt es eigentlich nichts mehr Relevantes. Hat halt ein wildes Drachenset natürlich mit Yokata Gowns und den Cloak trägt er auch noch mit einem EU-Flag Cloak Skin. Dann aktuell sein Set ist eigentlich das Set, was jetzt in Zukunft Kitschi tragen würde, aber da ich momentan, wie ich schon mehrfach erwähnt, Kuso Ryori nicht benutze, wäre es ja sinnlos, wenn Kitschi das schlechtere Equipment hat. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, dann gib ihm halt auch die besseren Waffen. Naja, die Waffen machen ehrlich gesagt nicht so viel Unterschied aus, wie das Set tatsächlich. Sieht man jetzt gleich, weil die Daze-Sets sich schon ein bisschen unterscheiden, vor allem von den Sockeln her. Und ja, genau. Da passt das schon. Weil zu viel rumgetauscht finde ich auch immer schlecht. Also ich meine, ich könnte natürlich immer das gesamte Equip auf Kitschi rübertauschen. Und ich meine, theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch mit dem Set ganz gut farmen, weil es kommt eigentlich nur auf den Schmuck an, das muss ich dann noch ausprobieren. Aber eventuell tausche ich hier die Sets noch ein bisschen hin und her dann zu gegebener Zeit. Genau, also Set hat 36 STR, also plus 8, 21% ATK mit 3x Sockel, Daze-Typ plus 6 und erweckt hat es 13 Crit Damage. Dann haben wir die Gowns, sind auch plus 6, sind 75 HTK und die Boots haben 17 Crit Damage. Genau, das ist quasi das neue Set so gesehen. Beziehungsweise habe ich fast genau das gleiche Daze-Set nochmal. Das wäre es mit Kuso Ryori übrigens, also Full STR. Langweilig, wie gesagt, die meisten Chars sind, das ist Haarfenster nicht so relevant. Genau, jetzt kommen wir zu Kitschi. Er hat ein sehr ähnliches Set, muss man wirklich sagen, von den Erweckungen her, das ist eigentlich ganz lustig. Boots 17 Crit Damage, Gowns haben hier 8 Crit Rate, die Suit hat 40% ATK und leider nur 16 Crit Damage, ja. Also ein ganz kleines bisschen mehr Crit Damage als das andere Set, dafür das andere Set, hier habe ich nämlich 32 STR, dafür das andere Set ein bisschen mehr STR. Aber im Endeffekt ist es eigentlich zweimal das gleiche Set, nur einmal plus 10 mit 40% und einmal eben nur plus 6 bzw. ein Teil plus 8 und 21%, aber eigentlich habe ich zweimal das gleiche Daze-Set so ungefähr. Und ja, wie gesagt, Kitschi hat jetzt momentan einfach das hier, weil es eben, wie gesagt, zum Dranok-Farmen doch nicht so schlecht ist. Aber eigentlich macht es fast keinen Unterschied, weil beim Dranok-Farmen die Geschwindigkeit hängt halt eigentlich nur davon ab, kommst du durch oder kommst du nicht durch und alles andere ist eigentlich egal. Genau, er trägt einen, der eine plus 17, der Moll plus 19, das ist das alte Schmuckset von Spielestyler, Solgaur plus 9, der Moll plus 18 und der eine plus 18. Dann hat er auch Bloody-Waffen, beziehungsweise die gleiche Combo hat er auch, das ist lustig. Also ich habe wirklich ein Mirror-Matchup bei meinen Blades, bis auf das CS vielleicht.
SDR plus 16 und Dex plus 19, Bloody Axe plus 10 mit einem Sockel mit einer Fire Ale. Und dann noch eine AGX, auch gleiche Kombination. Die AGX ist hier die Speed Axe, die Bloody Axe ist hier die Damage Axe. AGX hat hier allerdings nur 14% Geschwindigkeit. Gesockelt mit zweimal Wind A, einmal Crit Chun plus 7 erweckt und dann noch 5% Speed oben drauf. Genau. Dann hat er einen Cloak of Honor, ist ja klar, Soul Mask 2010, 10 SDR und dann trägt er noch ein Casino Set, einfach nur weil mir die LSD Sets irgendwann ausgegangen sind und deshalb trage ich das zurzeit nicht. Was mir gerade auffällt ist, warum benutze ich hier eigentlich kein Element auf der Waffe? Das ist eine gute Frage. Meine andere Waffe hat sogar Element. Mein Power Weapon funktioniert auch. Nice. Aber trotzdem könnte man hier eigentlich mal Element drauf machen. Aber wie gesagt, das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, weil mit dem mache ich nur Dramlock. Und das ist eigentlich irrelevant. Genau. Dann können wir den auch zumachen. Lol, dann habe ich jetzt auf Dela tatsächlich, schaut euch das an. Auf Dela habe ich jetzt einfach Verbindung zum Server unterbrochen, spielt aber tatsächlich keine Rolle. Den können wir als, oder wobei müsste was, machen wir erstmal Casanova. Und dann kommen noch meine letzten beiden Main-Chars. Also auch hier ein bekanntes Bild, wieder der eine Ringe. Also ihr merkt schon, ich habe noch relativ viele der eine Ringe, aber die stehen natürlich alle nicht zum Verkauf. Weil das alles meine Farm-Chars hier sind und so. Er hat einen Royal-Jojo mit Erweckung, Crit-Damage, mit Fusion. Crit Damage plus 11 und Crit Rate plus 7,5 ATK. Auch hier wieder Full SDR bis auf 9 SDR. Fragt mich nicht, das habe ich gemacht, weil ich in der Wüste bei den Bossen manchmal gestorben bin. Das kann man eigentlich ignorieren. Dann auch er trägt ein LSD-Set mit zweiteilig. Hier in dem Fall, manche haben es nur einteilig gehabt. 5% ATK, Gloves und Head. Und genau, ansonsten halt ein bisschen hier Segen der Göttin, aber das braucht man nicht vorlesen. Das ist richtig, richtig uninteressant. Dann hier mein Cruiser-Set mit 16 Crit-Damage, plus 10 das Ganze, Crit-Rate plus 8, 40% ADK auf der Suit mit Crit-Damage plus 11, SDR und Dex plus 1 gesetzt sogar, und der Helm, Grüße gehen raus an Marcel, habe ich damals ein bisschen getauscht, also meinen alten Helm von dem Set hier gegen einen anderen Helm von ihm, mit, also ich habe da noch Geld draufgelegt, SDR plus 3, Dex plus 2 plus 10, also eigentlich ein sehr guter Helm für einen Jojo-Jester. Und hat erweckt SDR plus 22, Dex plus 13 und SDR plus 10. Also der bringt so ein bisschen was von allem einfach. Und ja, ist not bad. Also er der eine plus 18, sollte mal plus 18. Ach nee, das hier ist der alte Schmuck von Spielestyler. True. True. Ja, also zweimal sollte mal plus 18 und zweimal der eine Ring der Liebe plus 18. Go plus 12. Also ja, ist auch nicht das Equipment, aber halt auf jeden Fall ein bisschen was. Genau. Ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Dann switchen wir auf Dela, der wie gesagt jetzt den DC hat leider. Der kam einfach komplett random, nur ein einziger Char Verbindung zusammengebrochen, also keine Ahnung, was da passiert ist. Achso, bei blöd ist es schon, weil ich kann das Haarfenster nicht öffnen, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sind wir wieder jetzt auch mit dem Haarfenster. Genau, Dela ist das, was ich nenne, ein Mülleimer, also ein Ringmaster, Seraph. Nein, Schmerz. Ja, aber ich bin ehrlich, ich gebe nicht sehr viel Geld für meine Support-Chars aus, weil mir persönlich reicht das, wenn die buffen. Das Ganze würde nochmal anders aussehen, wenn er ein Tank wäre, aber da ich ja momentan meinen Knight zum Tanken benutze, brauche ich das nicht. Später wird es durchaus wahrscheinlich so sein, dass ich Dela tatsächlich zum Tank machen muss, wenn mein Knight wieder 1v1 geht, weil ich werde wahrscheinlich keinen zweiten Knight so hoch leveln, auch wenn es viel klüger wäre, für die meisten Sachen einen Knight zu benutzen, weil er von den Set-Effekten und der reinen puren HP-Rate einfach deutlich besser ist. Aber vom Equipment her gibt es einfach viel mehr Seraph Tank Equip und Dela ist halt einfach schon Level 152, schon mit 70%, also schon in der Nähe von 153, also vom Level her ist er halt einfach deutlich besser geeignet, als wenn ich mir jetzt irgendeinen neuen Knight hochziehe, was ewig lang dauern würde. Und ja, genau. Aber ist natürlich noch nicht 100% sicher. Das sind immer Entscheidungen, die treffe ich dann, wenn es soweit ist. Er ist Full Int. Vor einer kurzen Zeit war er mal Full SDA. Hatte ungefähr 70 HP für unseren Dungeon-Marathon mit Solis. Ja. Aber jetzt natürlich wieder Full Int. 200k ist eigentlich das Wichtigste. Alles andere spielt sowieso keine Rolle. Dann, er hat einen cleanen Ancient Stick mit Fusion 5 Magiebeschleunigung. Die haben wir nur gebraucht, damit er, als er Full SDA war, nur auf die 200k kam, weil ich dann andere Schmuckset, glaube ich, benutzt habe.
wenn mich nicht mehr alles täuscht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Dann trägt er ein 5 von 5 Almity-Set. Er hat die Maske nicht, spielt aber ehrlich gesagt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also, ja, braucht man nicht unbedingt. Und ja, Siegen der Göttin hier in plus 1, in plus 4, Geschwindigkeit plus 1, ja, braucht man jetzt auch nicht wirklich erwähnen. Dann hat er ein 4 von 5 Soul Sapphire Set wegen dem Magiebeschleunigung, wegen der Magiebeschleunigung. Hier fragt ihr euch jetzt bestimmt, hä, er hat auch nur 4 von 5, also quasi wo ist der fünfte Teil? Ja, ehrlich gesagt, das sind Fragen, die ich mir auch so gesehen stelle. Weil ich keine Ahnung habe, wo der hin ist. Also ich habe bei Psylesteller zweimal geupgradet, das habe ich damals auch in den Videos gemacht. Bei Dela weiß ich allerdings echt nicht, wo mein... Oder vielleicht hatte ich den auch tatsächlich gar nicht, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Also keine Ahnung, wo ich den hingetan habe. Einer ist auf jeden Fall verschlammt. Eins Soul Sapphire weiß ich, wo er ist, aber zwei... Nee, keine Ahnung. Einen wüsste ich, aber sonst, naja. Schade auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch einen Soul Magic plus 8, Soul Metal plus 12, Soul Magic clean und der andere plus 17. Den hat er einfach nur, damit er nicht sofort stirbt, wenn ihn mal irgendwas angreift irgendwo. Ist vor allem in der Open World nicht schlecht, wenn er mal zum Beispiel der Flauschige-Invasion irgendwo hinläuft, weil 720 Def ist zwar jetzt nicht sehr viel, aber naja, es macht schon einen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel 3 Agros oder so zufällig mal, keine Ahnung, tankst oder so, dann ja, ist einfach ein nices Backup. Aber viel bringt tut es natürlich nicht. Dann Wedge Set plus 8 mit SDA plus 22. 4 von 4 MP-Rate plus 40, das könnte man natürlich theoretisch mal auf HP-Rate ändern, aber naja, Volcano 10% Karten, die, naja, fallen jetzt auch nicht gerade vom Himmel, also so günstig sind die jetzt nicht. Und da er so oder so sehr schwach ist und kaum HP hat, machen diese, also er hat ja kaum SDA, also macht, Entschuldigung, HP-Rate auf dem Set eigentlich eh kaum Sinn, das macht nämlich nur Sinn, wenn man viel SDA hat, weil sonst skaliert sich da ja auch nichts hoch mit der HP-Rate. Genau, und deswegen würde sich das nicht rentieren. Dann auch hier 8% Cast auf der Suit. Also ja, wieder Fokus auf jeden Fall auf Cast Time, 5% auf den Gowns und die Boots haben 700 HP. Warum ich immer noch ein Wedge Set trage, ist einfach wirklich aus dem Cast Grund, nichts anderes. Cast, Cast und nochmal Cast. Ist einfach das einzig Relevante, was man als Ringmaster meiner Meinung nach braucht. Und jo, dementsprechend, ja. Passt das eigentlich? Ein anderes Set würde hier eben keinen Sinn machen, wie gesagt, weil wenn er kein Tank ist, was soll er dann mit einem großartig anderen Set? Es gibt zwar noch andere Sets, die Cast Time geben, aber Wedge ist einfach der Klassiker. Und könnte sogar sein, dass es das einzige Set ist, das 30% gibt. Ich kenne die Ringmaster Set-Effekte ehrlich gesagt nicht alle auswendig. Genau. Aber ja, soviel zu Dela. Und dann, oh mein Gott, wer hätte es erwartet? Kommen wir zu unserem letzten Charakter. Wer ist das denn? Es ist Azumiau. Hier brauche ich, glaube ich, eigentlich wirklich nichts. Oh, ups, ich wollte eigentlich Kampfstellung machen. Egal. Die braucht das Cheer sowieso nicht. Nee. Genau. Fangen wir erstmal mit dem Equipment an, das sie jetzt trägt. Viel zum Austauschen haben wir aber eh nicht. Gehen wir schnell über das Dinner-Set. Hier können wir jetzt noch den Set-Effekt herzeigen, weil der jetzt beim Knight nicht dabei war. Cake-Ring plus 17. Also wie gesagt, ihr könnt es euch auch einfach angucken. Geschwindigkeit plus 7, Schadensreflexion plus 20, Zusatzschaden plus 3000, Genauigkeit plus 10, FP plus 1000. Cookie Earring plus 13, Rose Chicken Necklace plus 19, Cookie Earring plus 13 und Cake Ring plus 17. Ihr merkt schon, ich habe das ziemlich synchron gemacht, ja? Einfach damit es leichter zu merken ist auch. Einerseits, und wollte ich beim Knight ursprünglich auch so machen, hat aber nicht ganz funktioniert leider. Genau, dann das Cruiser-Set, ich muss das jetzt gar nicht offen lassen, hat 51 Decks und 10 SDR der Helm. Den möchte ich austauschen, aber es gibt leider keine mit sehr viel Decks, die meisten haben leider SDR. Die Suit hat, jetzt muss ich selber nochmal rechnen, 34, 47, 62, 71% Crit Damage und 48% ATK. Die Gowns sind ziemlich schlecht, die haben 130 ATK. Und die Boots, muss ich auch nochmal rechnen, zur Sicherheit 39, 56, 67, genau. Also 138 insgesamt, 67 und 71 Crit Damage. 138 total. Dann Azu Red Noble Set mit, wie beim Knight, Full of Damage, also 3x Dex, 1x ATK. Crit Schaden plus 3, geblessed, hier Geschwindigkeit plus 1, Magiebeschleunigung plus 1 und Death plus 4. Upgrade Black Panther Maske und den Skeleton Devil's Cloak mit Geschwindigkeit plus 2.
Da will ich auch einen anderen mittlerweile, aber das seht ihr dann schon noch. So, dann, auch hier geht der Bogen leider nicht voll drauf. Jetzt bin ich aber hier in der Party glücklicherweise. Das heißt, ich kann ihn einfach in die Party spammen. Und dann machen wir es auch wieder wie vorher. Erstmal von unten nach oben. Also sind Ancient Bow plus 10 mit Wind plus 20. Also maximal geupgradet von den Element und normalen Upgrades her. Dann 8 Sockel mit Electric S-Karten, 96 Decks, 75 STA gepierced. Dazu komme ich noch, warum ich das mache und warum ich das eventuell auch ändern werde. Eventuell. Erweckt mit STA plus 22, Dex plus 13, Dex plus 25, Crit-Schaden plus 13 und Geschwindigkeit plus 10. Also die Erweckung ist ziemlich heftig geil zum AOEen. Nur Dex, nur STA, nur Geschwindigkeit bis auf einen Slot mit Crit-Damage. Also ziemlich geiler Hybrid-Bow zum AOEen. Fusion sieht eigentlich fahr genauso aus, also noch mehr Hybrid, wie es überhaupt möglich ist. Also Sockets sind wieder full of Decks, was sehr nice für den AOE-Damage ist. Wieder mit 8 Electric S-Karten, mit 41 STA diesmal und 22 Decks und dann nochmal 24 Crit-Damage. Die Crit-Damage, ich wünschte, der hätte gar keine Crit-Damage, der Bogen, sondern lieber für jeden Crit-Damage dort nochmal 22 Decks oder so. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Genau, und ja. Viele fragen mich immer, warum habe ich den Bow noch? Warum benutze ich nicht permanent meinen Yggdrasil-Bow? Naja, liegt einfach daran, dass ich ohne den Bow, sieht man ja hier schon, also der Bow gibt mir einfach mal saftige 28.000 HP, was schon krank ist, weil er so viel STA erweckt und gepierst hat. Und das Ding ist einfach, man braucht halt HP. Ich tanke zum Beispiel Dramnok für meinen Blade und ohne den Bogen könnte ich das tatsächlich nicht. Master Dramnok wäre zumindest ein ziemliches Risikospiel. Und zum anderen, zum AOEen braucht man beides, HP und sehr viel Dex, weil der Dex-AOE vom Crackshooter skaliert auf, der AOE-Crackshooter-Skill skaliert sehr stark auf Dex und nicht auf reine ATK, weswegen Yggdrasil-Bow beim AOE noch deutlich schlechter ist als ein Ancient-Bow mit sehr viel Dex. Und genau das ist es halt, das ist ein Ancient-Bow mit extrem viel Dex, ich glaube 251 Dex hat er insgesamt und halt entsprechend noch sau viel STA, trotz dieser enormen Dex-Anzahl. Und das ist halt einfach ein richtig nicer Bogen zum AOEen. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn er nicht perfekt ist, da fehlen überall, also bei Fusion, beim normalen Bow, fehlen allein schon mal jeweils 2 Sockel, sind 4 Sockel, also von perfekt sehr weit entfernt. Außerdem natürlich noch die alten S-Karten, weil der Bogen ist ja auch ziemlich alt. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cooler Bogen. Und ja, kann man auf jeden Fall echt für alles benutzen. Das ist wirklich ein sehr nicer Hybrid-Bogen. Der hat man quasi schon in jeder Lebenslage sozusagen Unterstützung geboten. Genau. Nicht zu verwechseln übrigens mit meinem alten Ancient Bow, in den ich teilweise richtig viele, in den ich teilweise Changes reingeballert habe. Das ist nicht der gleiche, das hier ist ein anderer. Den habe ich mir dann gekauft, meinen alten habe ich verkauft. Genau, also den hier habe ich so wie er jetzt ist gekauft. Da habe ich nur an den Dias was geändert. Also an den STA plus 75 habe ich noch was geändert, sonst nichts. Genau. Dann kommen wir noch zu meiner zweiten Cruiser Suit. Die ist natürlich auch plus 10 mit 4 Sockeln. Diese hat 40% HP und STA plus 32, ist also quasi eine HP-Suit mit noch zusätzlich 4 Geschwindigkeit. Ich benutze sie tatsächlich gar nicht mehr, was den schlichten und einfachen Grund hat, dass, wie gesagt, mein Bogen und mein hohes Level mittlerweile allein ausreichen, dass ich die Sachen tanken kann, die ich brauche und beim AOEen auch nicht sterbe. Und beim AOEen würde ich auch extrem viel Schaden verlieren durch die 48% ADK, die drauf flöten gehen würden. Also ich weiß, ich habe gesagt, der AOE skaliert sehr stark auf Dex, aber ADK spielt natürlich trotzdem eine Rolle. Und 48% ADK ist nochmal eine sehr große Rolle. Und genau, deswegen, also abgesehen davon brauche ich es auch tatsächlich nicht. Also ich brauche die HP schlicht und einfach nicht. Und genau, das ist eigentlich der Grund, warum ich diese HP-Suit habe. Weil ich sie früher wegen HP gebraucht habe, weil ich für gewisse Sachen nicht genug HP hatte. Und der Grund, warum ich sie nicht mehr benutze, ist eben jetzt, wie gesagt, weil ich sie momentan nicht brauche. Genau. Dann habe ich noch einen zweiten Bogen, einen Damage-Bogen. Der ist auch wirklich auf, pure Damage-Kappa. Yggdrasil Crossbow plus 20 mit Wind plus 20, Dex plus 75, mit One-Hit-Rune, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ich würde es einfach mal schätzen, liegt so bei, zwischen 3 und 5% vielleicht ungefähr. Also die ist relativ niedrig oder ziemlich niedrig, also wenn du jetzt für einen Mob 6-7 Schläge brauchst, hittet sie frühestens jedes fünfte Mob vielleicht mal, aber es ist wirklich sehr selten. Also eher so 3%, 2-3% als Richtung 5, aber manchmal hat man auch Momente, da hittet es dreimal hintereinander, aber das ist halt Prozentchance. I guess so.
Erweckung 28 SCA, leider Drecks plus 13, Angriffskraft plus 125 und kritischer Schaden plus 22. War damals ein kleiner Fail. Also was heißt damals, das ist 2 Monate her oder 3. Da war ich etwas zu nicht sparsam oder nicht knauserig, aber keine Ahnung, da ja, habe ich mir ein bisschen fehlentschieden, sage ich mal. Habe mich mit 13 Crit Damage zufrieden gegeben und habe dann angefangen zu changen. Hätte ich nicht unbedingt machen sollen. Andererseits muss man bedenken, selbst wenn ich jetzt 19 Crit Damage dort stehen hätte, wären es immer noch nur 28, was jetzt auch nicht wirklich viel wäre. Und man muss halt einfach sagen, Cancel bei Runa Breaking Links kostet eine 500 Millionen. Da muss man halt schon abwägen, weil da sind 100 Erweckungen mehr oder weniger. Oder wenn es blöd läuft, 500 Erweckungen, weil Crit Damage plus 17 oder 19 ist schon ziemlich selten. Das sind halt dann keine Beträge, wo du sagst, ach, erweck halt nochmal für 10 Milliarden oder so. Nein, das sind schnell mal 100 Milliarden, die man dafür Erweckungen ausgibt, wenn man da mal wirklich ein paar hundert Tries durchballert. Und deswegen habe ich mich damals eben dafür entschieden, dann schon Changeaways reinzuballern. Hatte dann halt einfach nicht wirklich Pech, eigentlich normale Rate, aber hätte schon besser laufen können auf jeden Fall. Genau. Aber ja, soviel zu Asomios Equipment. Und dann war es eigentlich auch mit dem Video. Ist jetzt, glaube ich, eh viel zu lang geworden. Ich wollte eigentlich so 25 Minuten kommen. Ich glaube, ich bin ungefähr beim Doppelten gefühlt. Und ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass ich am Anfang Haar nicht aufgemacht hatte. Aber wie gesagt, das waren halt eh meine Chars, die ich fast gar nicht benutze, die einfach nur Full STR sind. Von den Werten her keine 100% Crit-Rate haben und so. Da gab es nicht wirklich viel zu sehen. Genau, dann würde ich sagen, war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr an irgendwas anderes mal in einem Video sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wenn es möglich ist, mache ich es. Und wenn nicht, dann schreibe es mir auf meine To-Do-Liste. Also falls es irgendwann mal machbar wäre. Und wenn es wirklich gar nicht machbar ist, dann eventuell auch nicht. Aber die Videowünsche könnt ihr auf jeden Fall jederzeit äußern. Genau. Und ja, dann war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.